Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Pokalrunde Nummer 1 steht an. Ich habe natürlich nicht alles prognostiziert, sondern mich für diese 5 Spiele entschieden. Viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten. Denkt immer dran, das ist nur eine Prognose. Glaubt ihr, es gibt irgendwo eine große Überraschung, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Jetzt geht's los mit dem ersten Spiel, Dresden gegen Stuttgart. Freitagabend und Dynamo Dresden empfängt den VfB Stuttgart. Dynamo vor einer schwierigen Aufgabe, aber der VfB hat sich auch schon in den vergangenen Jahren manchmal nicht mit Ruhm bekleckert in der ersten Runde. Trotzdem, die in Rot gekleideten Gäste hatten hier die richtige Einstellung. Führig bringt den Ball in die Mitte und nach 4 Minuten steht es 0:1. Wataru Endo steht völlig frei im 5-Meter-Raum. Da kommt jede Hilfe zu spät. Und die defensiven Probleme, die sich bei Dresden schon unter anderem am Wochenende zeigten, beim 3:4 gegen 1860 München, die zogen sich hier auch weiter durch. Aber da waren sie eben auch vorne erfolgreich und hier wollten sie dann auch zurückschlagen. Borkowski und Kutschke aus der Drehung. Nicht schlecht, aber Müller ist auf Position und kann den ohne größere Probleme parieren. Mavropanos bekommt den Fuß nicht rein, aber im kurzen Eck ist dann der Stuttgarter Torhüter da. Doch Dynamo zeigte hier wirklich einen guten Kampfgeist. Borkowski, Batista Maya bekommt den Ball hier wieder. Trickreich, Arslan mit der Flanke auf den zweiten Pfosten und Park von Werder Bremen gekommen, zieht aber relativ deutlich am Kasten vorbei. Das frühe Tor von Stuttgart hatte hier die Partie in eine Bahn gelenkt, aber nicht wie man das hätte erwarten können, nein, sondern im Gegenteil. Dann drehte nämlich Dresden auf und eigentlich machten sie im ersten Durchgang gar nicht so viel falsch, aber sie trafen das Tor eben nicht. Jetzt die nächste Chance. Kutschke auf Batista Meier. Im Abschluss glücklos. Was Dynamo hier ablieferte, die Schwaben hatten Glück, aber Dresden eben schon ein bisschen vielleicht im Wettkampfmodus mehr als der VfB Stuttgart. Die Bundesliga geht ja erst nächste Woche wieder los. Dann aber auch mal wieder der VfB und hier muss es eigentlich 0:2 lauten. Kalajdzic, um den sich ja auch noch Wechselgerüchte ranken, hat hier die Vorentscheidung auf dem Fuß, aber spielt den Zug zentral. Aber auch gut gehalten. Aber Dynamo Dresden hatte sich hier noch lange nicht aufgegeben. Borkowski nochmal kurz vor dem Ende. Und das war vielleicht die nochmal größte Chance. Müller hatte sie. Und so blieb es beim knappen 0:1. Ein frühes Tor von Stuttgart entscheidet die Partie. Und so setzen sich die Gäste glücklich durch. Freitagabend 1860 München gegen Borussia Dortmund. Die Vorzeichen ganz klar, aber 1860 hat sich ja als Aufstiegskandidat Nummer 1 schon mal mächtig ins Zeug gelegt am ersten Spieltag gegen Dresden und wollte hier dementsprechend auch mit breiter Brust auftreten, aber das war hier natürlich ein ganz anderes Kaliber beim BVB, die erste Chance von Daniel Mahlen, aber eben zugunsten des BVB. Und bevor man hier irgendwie in Problemlagen kommen würde, machte Daniel Mahlen da weiter, diesmal etwas präziser und nach 7 Minuten schon das 1:0 im Stadion an der Grünwalder Straße war früh klar, dass 1860 eine ganz besondere Nacht hier brauchen würde. Und nicht, dass sie dazu nicht das Zeug hätten, das ist tallig, scheitert aber an Kobel, Nico Schlotterbeck dann etwas unglücklich zur Ecke. Aber 1860 eben barrikadierte sich nicht nur hinten ein, aber klar, sie lagen auch zurück. Sie mussten jetzt auch nach vorne was tun. Frühes Gegentor im DFB-Pokal gegen einen hochklassigen Gegner, das tut immer weh. Und das ist noch schmerzhafter. 0:2 nach gerade mal 14 Minuten wurde die Ausgangslage schon fast unmöglich.
Und der BVB zeigte hier auch keine Schwäche. Letztes Jahr gegen St. Pauli rausgeflogen. Aber da lief es ganz anders. Da lagen sie schnell zurück. Und hier hatten sie eben nichts anbrennen lassen. 32. Minute sogar schon das 0:3. Marco Reus markiert den Halbzeitstand. Die Dinge waren geklärt. Für 1860 ging es darum, dass jetzt noch einigermaßen angenehm für die Zuschauer zu gestalten. Volles Haus, klar, der Support der Gastgeber war auch da. Aber am Ende entschied doch die klar spielerische Überlegenheit hier mit rein. Das 0:4, Adeyemi fügt sich auch gut ein und markiert eben das 0:4. Der BVB hatte noch nicht genug. Reus, der Pass zu Adeyemi. 59. Minute, 0:5. Danach ging der BVB ganz stark vom Gaspedal und beließ es dabei. Ein überzeugender Auftritt, ein deutliches Ergebnis. 1860 enttäuscht, aber kann sich jetzt eben auf die Liga und den Aufstieg konzentrieren. Der 1. FC Kaiserslautern ist gut in die Zweitligasaison gestartet. 4 Punkte nach 2 Spielen, das lässt sich sehen. Und gegen Hannover konnten sie hier auf dem Betzenberg am ersten Spieltag eben auch sogar gewinnen. Nun Freiburg zu Gast, die Breisgauer. Sie hatten hier ihre Probleme reinzufinden und das nutzte Kaiserslautern eiskalt aus. 9. Minute, Terence Boyd mit dem frühen 1:0. Freiburg noch schlecht geordnet und Kaiserslautern war richtig on fire. Es ging gut weiter. Hans legt sie in den Strafraum ein und wird dann von hinten einfach umgegrätscht. Kübler richtig stumpf. Nur in die Wade. Und somit die große Chance für Freiburg zu erhöhen. Da geht Mike Wunderlich, der Routinier, selbstverständlich an den Start und der hat für gewöhnlich auch die Nerven, das zu machen. Und er machte es auch. 2:0, 19. Minute. Kaiserslautern feilte an der großen Pokalüberraschung. Was war mit den Gästen aus Freiburg los? Kurz vor der Pause meldeten sie sich dann auch vorne mal an. Gregoritsch kommt nicht durch, aber sie erobern den Ball nochmal zurück. Ginter mit dem Vorcheck gegen Gregoritsch. Raus auf Christian Günther. Grifo, aber zu harmlos. Lute hat den Ball im Nachfassen, das war aber das erste Mal dann vernünftig gespielt. Doch Lute ist eiskalt und hat hier eben auch die Ruhe weg. 2:0 nach 45 Minuten. Kaiserslautern war gut dran, nicht nur zu verteidigen, und so spielten sie auch weiterhin nach vorne. Vielleicht ja sogar noch ein Nachlegen. Wunderlich, Boyd aus der Drehung. Nicht verkehrt, Marc Flecken, aber bringt Boyd zu Verzweiflung das erste Mal an diesem Nachmittag. Die Zeit wurde knapper für Freiburg. Aber sie kam über Rizzo, Doan. Jeong sieht Gregoritsch. 75. Minute. Plötzlich war das Spiel wieder offen. Nur noch 2:1. Und noch genug Zeit, das Ganze zumindest in die Verlängerung zu retten. Und Freiburg hatte nochmal diese letzte Chance kurz vor dem Ende. Doan auf Höfler. Vorbei am Tor. Vorbei die Hoffnung vom großen Triumph. Im Pokalfinale an Leipzig gescheitert, jetzt schon in der ersten Runde raus. Kaiserslautern besiegt den Vorjahresfinalisten aus Freiburg. Braunschweig gegen Hertha, das gehört mittlerweile fast zum guten Ton in der ersten DFB-Pokalrunde. Und Braunschweig hat schon mal bewiesen, dass sie es mit der Hertha aufnehmen können. Ein Spektakel
da erinnern sich die Braunschweiger Fans gerne dran. Und es hätte auch um ein Haar wieder genauso begonnen. Kaufmann früh mit der ersten guten Chance. Aber die Hertha hat da mittlerweile zwischen den Pfosten eingefunden, der einen guten Job macht. Kann das Gegentor verhindern. Serda, Sunic neu dabei, der neue Mann auf der 6 liegt auf für Boateng und der nimmt sich ein Herz und trifft nach 19 Minuten zum 0:1. Nicht leicht zu halten für Hoffmann, weil der sich leicht rausdreht. Starke Schusstechnik von Boateng, der flattert auch. Trotzdem, Hoffmann ist dran, kann ihn aber nicht mehr rauslenken. Überraschend die Führung zu dem Zeitpunkt. Die Hertha unter Sandro Schwarz ja nicht unbedingt vollends überzeugend in der Vorbereitung. Und auch hier war es eher ein offenes Spiel. So dass es kurz vor der Pause eigentlich 1:1 hätte lauten müssen. So war es aber nicht. Braunschweig nutzte die guten Chancen nicht. Hertha ging etwas schmeichelhaft mit der 1:0-Führung in die Pause. Der zweite Durchgang von der Hertha etwas disziplinierter geführt. Braunschweig tat sich extrem schwer, Chancen zu generieren. Auch selber noch ohne Tor in der zweiten Bundesliga nach 2 Spielen. Und hier sehen wir, wieso. Nicolau wird geblockt. Relativ einfach. Maolida, der hier verteidigt, bekommt jetzt vielleicht nochmal seine neue Chance. Zeigt, dass er mitackert, dass er defensiv präsent ist. Aber weiterhin, Braunschweig kreierte nach vorne deutlich zu wenig. So kam die Hertha kurz vor dem Ende nochmal durch Sunic zu einer Chance. Aber es war wirklich ein ganz zähes Stück, das uns hier geboten wurde. Und so konnte diese Partie nur mit einem Tor enden. Die Hertha holt diesen Arbeitssieg, muss sich nicht dafür entschuldigen. So zieht man souverän in die nächste Runde ein. Magdeburg gegen Frankfurt, nochmal ein Kracher zum Abschluss der ersten DFB-Pokalrunde. Frankfurt als frischer Europa-League-Sieger sicherlich der haushohe Favorit. Magdeburg aber ordentlich in die Liga gestartet mit 3 Punkten nach 2 Spielen. Gerät hier aber früh unter Druck, Djibril Sow aus der Distanz, Dominik Reimann ist aber zur Stelle. Frankfurt dann aber auch mal in der Defensive gefordert. Krempicki luchst hier Kostic den Ball ab und scheitert letzten Endes nur an Kevin Trapp. Das ist etwas risikoreich von Kostic gewesen. Bleibt er nicht, Kostic? Die Frage steht ja auch noch im Raum. Dann wieder Frankfurt über Lindström. So mit der Hacke zu Boré. So schnell kann es dann doch wiederum gehen. 23. Minute, 1:0 für die Gäste. Eine Unachtsamkeit in der Defensive von Magdeburg. Aber kurz vor der Pause kamen die Gastgeber. Čeka auf Krempicki. Artig. Ausgleich. 41. Minute. Gut gespielt. Handlungsschnell. Und so schlägt man nochmal zurück. Aber es war noch nicht Halbzeit. Kostic, das geht zu leicht. Der spaziert da durch die Defensive und stellt die Führung wieder her. 44. 2:1 für Magdeburg. Gegen Magdeburg. Für Frankfurt natürlich. Aber für Magdeburg lief einiges, denn sie kam auch nochmal vor der Pause. 45. Minute mittlerweile. Krempicki, Artig, Baris, Artig. Da konnte man schon mal durcheinander kommen. Er stand 2:2 nach 45 Minuten. Magdeburg mit offenem Visier Richtung Spektakel. Frankfurt in der Defensive doch mit einigen Fragezeichen. Aber es war ja eben erst eine Halbzeit rum. Magdeburg
durch Christian Titz an den spielerischen Ansatz gewöhnt und da entstehen auch mal Fehler im Mittelfeld, die Frankfurt nutzen möchte. Mario Götze bis dahin relativ wenig in Erscheinung getreten, hier mal im Duell mit Dominik Reimann. Frankfurt wurde aber stärker. Lindström, Boré legt zurück, so eigentlich die Szene geklärt, aber das ist Wahnsinn. Au, wei, El Hankouri schießt Reimann ab, der eigentlich stark pariert, das ist maximal unglücklich und tut richtig weh. 2:3. Der Bann für Frankfurt durch dieses Eigentor ein wenig gebrochen. Sie übernahm jetzt vollkommen die Spielkontrolle. Götze, Boré 2:4 in der 70. Minute. Die vorentscheidende Bude. Jetzt ging es für Magdeburg ein bisschen dahin. Frankfurt hatte noch Lust nachzulegen. Rode, Boré und Mario Götze mit seinem Pflichtspiel Debüttor 2:5. Es wird richtig heftig für Magdeburg. Und Frankfurt konnte noch einmal kontern. Auch das ist der Magdeburger Fußball. Bis zum Ende nach vorne durchziehen. Und so kassiert man dann auch mal ein halbes Dutzend. Doppelpack Mario Götze. Damit war es dann aber auch gut. Sicherlich etwas zu hoch am Ende dieser Niederlage aus Magdeburger Sicht, die in der ersten Halbzeit richtig gut mithielten, dann durch ein unglückliches Gegentor in Rückstand gerieten. Am Ende ist es ein deutliches 2:6. Jo, das soll es mit der Prognose gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und adios.